Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht es weiter mit der Jagd auf die Ahnengräber in Wadenfell. Aber bevor wir das nächste Grab suchen bzw. natürlich auch finden, möchte ich ganz gerne drei meiner Pausen, die ich jetzt schon gesammelt habe, zwischendurch einmal abgeben. Wo genau mache ich das? In der Bibliothek hier in Vivec. Wie ihr die Quest bekommt, verlinke ich übrigens dann auch unten im Text. Und ihr nehmt hierzu den Wegschrein von dem Tempelkanton von Vivec. Und dann müsst ihr eigentlich nur einmal hier langlaufen. Ihr könnt natürlich auch die Treppen nehmen. Wir machen jetzt die Abkürzung. Ups. Wir springen hier einmal rüber. Und dann steht ihr nämlich direkt vor der Bibliothek von Vivec. So, hier in der Mitte ist schon mal alles, was ich zusammengesammelt habe. Die ganzen Pausen enthalten ja Informationen, mit denen der Bibliothekar dann diese Replik herstellt, die ihr dann im Übrigen auch als Einrichtungsgegenstand bekommt. Nicht in dieser großen Größe, sondern ungefähr so ein Viertel, würde ich sagen. Also eigentlich eine schöne Größe, um es ins Haus oder in den Vorgarten zu stellen. Und das ist natürlich ein Einrichtungsgegenstand, den nicht jeder hat. Aber wir sehen, hier sind noch einige Lücken drin. Und wenn ich jetzt zum Bibliothekar gehe, jetzt muss ich gerade gucken, wo ist er denn? Auf der Seite ist er. Gute Arbeit, Fremdländerin, gute Arbeit. Er stellt also schon fest, dass ich wieder Pausen dabei habe und deswegen spreche ich ihn mal an. Wenn ihr weitere Pausen macht, kehrt hier zu mir zurück. Mit jedem Detail, das wir unserem Modell hinzufügen, kommen wir dem Standort der verlorenen Bibliothek näher. Ich habe eine Liste der Grabmäler vorbereitet, die ihr finden müsst. Schaut euch die Notiz regelmäßig an, während ihr eure Suche durchführt. So, ich habe nicht nur eine, sondern drei neue Pausen für euch. Wundervoll. Ich werde sofort diesen Abschnitt nach Hinweisen entschlüsseln und den passenden Teil des Dioramas anfertigen. So, wenn ich jetzt Lebt wohl klicke, wird es mal kurz schwarz im Raum. Und wenn wir dann wieder hinuntergehen, dann stellen wir fest, hier wo es glitzert, war eben noch eine Lücke. Und jetzt haben wir hier alles zusammengesammelt, was hier hingehört. Sehr schön. Damit ist diese Seite schon mal komplett fertig. Aber wir sehen, hier fehlt schon nochmal das ein oder andere Teil. Und zum nächsten Grab möchte ich euch jetzt auch einmal leiten. Und dazu nehmen wir jetzt mal den Wegschrein von Molagma. Ich mache es hier mal auf den kurzen Weg. Und porte mich mal dahin, was natürlich ein bisschen Gold kostet. Ihr könnt natürlich auch wieder zum Wegschrein zurückgehen und euch von dort aus hierhin porten, beziehungsweise je nachdem, wo ihr seid, dann ja, von ganz anders her. So, wir nehmen mal das Reittier. Ein Stückchen haben wir nämlich zu reiten. Wir müssen nämlich hier hinten Richtung des Wassers. Mal gucken, dass ich nicht wieder gegen Berge und so renne. Ich würde sagen, wir gehen hier lang. Das ist nämlich hier in Wadenfell immer so eine Sache. So der direkte Weg ist manchmal nicht so einfach, weil dann immer ganze Felsen, Bergmassive einem quasi im Weg stehen. So. So, wir sind fast da. Wir riechen schon das Wasser quasi. Und die Gräber sind ja immer irgendwie in Felsmassive eingelassen. Und da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir nochmal kurz die zwei hier wegmachen. Die meinen, das Grab gehört, upsie, ihnen. So, von wegen. Das ist nämlich unsers. So, hier sind wir angekommen am Lervu-Ahnengrab. Schauen uns das nochmal auf der Map an. Also hier Wegschrein Molagma. Wir laufen hier rüber Richtung Wasser. Und hier vor diesem Felsmassiv finden wir dann auch dieses Grab. Wir müssen etwas näher rangehen, damit wir die Pause wieder anfertigen können. So.
Und die ist jetzt auch in meinem Inventar. Die drei von vorhin, die hatte ich ja abgegeben. Das heißt, das ist ja auch schon eingefügt worden in diese Replik. Und wir können uns dazu aber jetzt noch mal kurz die Errungenschaft anschauen. Das heißt, wir drücken einmal die Taste J. Dann gebt ihr einfach mal hier oben Ahnen ein. Und dann habt ihr hier unter Morrowind Jäger bzw. Jägerin der Ahnengräber. 30 Stück brauchen wir. Und wenn wir schauen, das sieht schon sehr gut aus. Also so viel fehlt uns gar nicht mehr. Jetzt haben wir hier ja das Lervo Ahnengrab, was ich ja gerade abgepaust habe. Das bleibt hier grau, bis ich es abgegeben habe. Das heißt also, mit diesem Grab fehlen uns nur noch 5 Stück und wir sind durch mit dem Ganzen. Wenn euch noch mehrere Gräber fehlen, kein Problem. Ich verlinke das unten im Text mit der Quest, wo ihr auch das Ganze starten könnt. Beziehungsweise ihr könnt tatsächlich die ganzen Pausen auch schon holen, wenn ihr die Quest noch nicht gestartet habt. Aber um sie dann letztendlich abgeben zu können, müsst ihr natürlich dann auch die Quest haben. Ja, das war's zu diesem Fundort. Ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Pausen und dann natürlich mit dem Einrichtungsgegenstand sowieso. Obwohl, das gibt es jetzt nicht gleich von dieser Errungenschaft. Hier gibt es erstmal nur den Titel Bibliothekar oder Bibliothekarin. Aber in der Folgequest habt ihr dann die Möglichkeit, diesen Einrichtungsgegenstand zu bekommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.